Jetzt sind wir mitten in der Debatte zum Bundeswehreinsatz im Nordirak und Christine Buchholz spricht jetzt für die Linke. Ihrer letzten Rede als Außenminister gestellt und der Bundeswehreinsatz im Irak, über den wir ja heute hier diskutieren, steht für uns eigentlich beispielhaft für die falsche Ausrichtung und auch die falsche Interpretation der Verantwortung der Bundesregierung in der Welt. Und dabei rede ich nicht, explizit nicht, über die Anstrengungen der humanitären Hilfe, beispielsweise für Flüchtlinge im Nordirak, wo viel mehr zu tun ist und wo übrigens auch die Flüchtlinge geschützt werden müssen und nicht wieder abgeschoben werden in den Nordirak, sondern es geht darum, heute, hier und jetzt über die Fortführung des Bundeswehreinsatzes zu diskutieren. Die Bundeswehr soll nämlich weiterhin die Peschmerga, also die Milizen der kurdischen Regionalregierung im Nordirak, militärisch ausbilden. Und zur Begründung behauptete Verteidigungsministerin von der Leyen in der ersten Lesung, die Peschmerga hätten, Zitat, als erste den IS gestoppt. Das ist nicht wahr. Als der IS im Sommer 2014 die Minderheit der Jesiden angriff und ins nordirakische Sindschar-Gebirge trieb, flohen die Peschmerga, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Und es war die kurdische PKK, die die Jesiden einen Korridor freikämpfte. Doch die PKK gilt in Deutschland als terroristisch. Die Peschmerga hingegen, welche die Jesiden im Stich ließen, werden von Deutschland mit Waffen und Ausbildung unterstützt. Um den Bundeswehreinsatz im Irak zu rechtfertigen, leugnet die Bundesregierung diese nachweislichen Fakten. Es gibt aber auch Kurden im Nordirak, die das sagen, so wie der Journalist Vedat Hussein Ali. Er wagte es, Präsident Barzani und die kurdische Regionalregierung zu kritisieren. Die Folge: Vedat Hussein Ali wurde mehrfach von Barzanis Leuten verhört und bedroht. Im August letzten Jahres wurde seine Leiche mit Folterspuren aufgefunden. Human Rights Watch spricht von Dutzenden Journalisten, die von Kräften der kurdischen Regionalregierung schikaniert, inhaftiert oder getötet worden sind. Und wir sagen, ein solches Regime darf nicht unterstützt werden. Seit 2014 hat die Bundesregierung mehr als 30 Transportflugzeuge mit Rüstungsgütern und Waffen in den Irak geschickt. Die Peschmerga erhielten unter anderem 4.000 Sturmgewehre und über 18 Millionen Schuss Munition. Ich frage die Bundesregierung, können Sie ausschließen, dass die kurdische Regionalregierung mit diesen Waffen nicht auch gegen die Gegner im Inneren vorgeht? Nein, Sie können es nicht. Und ich frage Sie, wie können Sie denn dann diese Waffen liefern? Und die Peschmerga sind im Übrigen auch gar keine reguläre Armee. Es sind die Parteimilizen Barzanis und Talabanis. Und diese beiden Clanführer haben irakisch-Kurdistan untereinander aufgeteilt. Barzanis Clan hat den Krieg gegen den IS zum Vorwand genommen, sich die Großstadt Kirkuk einzuverleiben. Und dabei kam es zu ethnisch motivierten Vertreibungen. Amnesty International berichtet im vergangenen Herbst, dass rund 450 Familien aus Kirkuk und Umgebung von Peschmerga vertrieben worden sind. Ihr einziges Verbrechen? Sie sind Araber. Ihre Häuser wurden von Bulldozern plattgewalzt. Man muss wissen, im Irak kämpfen kurdische, sunnitische und schiitische Eliten um Macht, Öl und Territorien. Und wenn man in einem solchen Konflikt Partei ergreift, trägt das nur zur weiteren ethnischen Spaltung des Iraks bei. Und auch deshalb lehnt die Linke diesen Auslandseinsatz entschieden ab. Denn genau diese ethnische Spaltung hat doch den IS erst stark gemacht. Das von den US-Invasoren eingesetzte schiitisch dominierte Regime in Bagdad hat über Jahre Sunniten verfolgt. Und das konnte der IS dann ausnutzen. Und daran hat sich im Grundsatz nichts geändert. Auch heute müssen sunnitische Männer um ihr Leben fürchten, wenn sie in die Hand der irakischen Armee fallen. Und erst letzte Woche sind wieder Videos öffentlich geworden, die Soldaten der irakischen Armee zeigen, wie sie wehrlose Gefangene foltern und kaltblütig hinrichten. Die UN fordert Aufklärung, und die Bundesregierung darf dazu nicht schweigen.
Herr Steinmeier, Sie haben zu Beginn der Mosul-Offensive vor 3 Monaten gesagt, ich zitiere, wenn nach der Befreiung der Stadt die Geißel des IS nur durch einen Machtkampf zwischen Kurden, Sunniten und Schiiten abgelöst wird, dann ist jedenfalls für die Menschen in Mosul nichts gewonnen. Und da hat Herr Steinmeier recht gehabt. Das Problem ist nur, dieser Machtkampf zwischen den korrupten kurdischen, schiitischen und sunnitischen Eliten ist doch längst am Laufen. Und er wird durch den Bundeswehreinsatz im Irak weiter unterstützt. Und deshalb muss dieser Einsatz umgehend beendet werden. Das wäre eine verantwortliche Entscheidung. Die Rede von Christine Buchholz war das für die Linksfraktion, deren verteidigungspolitische Sprecherin ist. Ihre Hinweise besonders auf die Stadt Kirkuk jetzt gerade. Nächster Redner ist Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Zu Beginn meiner Rede möchte ich als außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dem Bundesaußenminister für seine Arbeit danken, für die gute Zusammenarbeit danken, die wir mit Ihnen gehabt haben. Wir wünschen Ihnen bei möglichen zukünftigen Ämtern alles Gute und werden auch in diesem Feld sicherlich darauf setzen, dass Sie in Ihrem neuen Amt die Außenpolitik nicht aus dem Auge verlieren. Das ist uns wichtig. An einer Stelle Ihrer Rede musste ich ein bisschen schmunzeln, als Sie von dem lohnenden Dünger der Opposition für die Demokratie geredet haben, klang es fast so, als würden Sie Ihrer Fraktion ein wenig Mut zusprechen vor zukünftigen Zeiten. Aber ich glaube, so war das nicht gedacht. Sie haben als Außenminister die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik gestärkt. Sie haben das, was Sie und die Bundesverteidigungsministerin und der Bundespräsident vor 2 Jahren in München angekündigt haben, dass Deutschland bereit ist, mehr Verantwortung zu erleben, mit Leben gefüllt. Und Sie haben das auch ein Stück weit vorgelebt. Und in vielen Situationen, in denen deutscher Rat und deutsche Hilfe gefragt war, oft auch hinter verschlossenen Türen und am Telefon, im Interesse Deutschlands und Europas gehandelt. Und dafür danke ich Ihnen. Sie übergeben Ihrem Nachfolger ein wohlbestelltes Haus, allerdings auch insgesamt 6 Großbaustellen der Außenpolitik, wo wir Konflikte und Krisen haben mit jeder Menge Gewerke, die zu bewältigen sind, von Afghanistan bis in den Maghreb hinein, der Konflikt mit Russland über die Ukraine, die Situation in Afrika, wir haben gerade das Mali-Mandat verabschiedet, die Situation im Südchinesischen Meer, die Situation der Europäischen Union und natürlich auch die offenen Fragen im Zusammenhang mit unserem Verhältnis zu Amerika. Das ist ein Riesenberg Arbeit und ich bin sicher, dass der Amtsnachfolger einen dicken Stapel von 2-seitigen Dossiers zu all diesen einzelnen Gewerken bekommt, in die er sich einarbeitet. Dem zukünftigen Außenminister wünsche ich alles Gute im Amt. Es ist ein erfahrener Politiker, der mit allen Wassern gewaschen ist, der mit Säbel und Florett umgehen kann. Die diplomatischen Fähigkeiten sind uns bisher eher verborgen geblieben, aber ich bin absolut sicher, dass Sie auch in diesem Feld reüssieren. An einem Punkt glaube ich allerdings, dass Sie Ihre Vorstellung korrigieren müssen. Das Dasein eines deutschen Bundesaußenministers ist, glaube ich, schon ein Nomadendasein zwischen Flugzeug, Hotelzimmer und stickigen Konferenzsälen. Und ich wünsche trotzdem, dass Sie die Zeit finden, wie Sie sich das wünschen, dass Sie auch noch für Ihre Familie Zeit haben. Aber der Außenminister ist halt viel unterwegs. Alles Gute dann im neuen Amt. Jetzt zum Mandat. Wir haben hier bereits einmal ausführlich darüber diskutiert. Der Deutsche Bundestag hat entschieden, diesen schwierigen Weg zu gehen. Und er hat sich bewährt, denn wir haben tatsächlich einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des IS im Norden des Irak leisten können mit unseren Partnern, den Peschmerga. Es gibt eine Frage, die die Kolleginnen und Kollegen auch in meiner Fraktion beschäftigt. Auch in diesem Jahr hat die Bundesregierung das Mandat wieder gegründet auf Artikel 24.2 des Grundgesetzes. Wir glauben, dass dies tatsächlich eine tragfähige Begründung ist. Wir glauben, dass der völkerrechtliche Rechtmäßigkeit des Einsatzes sowieso nicht in Frage steht. Bei dieser Frage, auf welchen Grundgesetzartikel man sich bezieht, geht es ja nur um die nationale Rechtsgrundlage innerhalb Deutschlands. 24.2 ist meines Erachtens ausreichend für die Begründung des Mandats. Es wäre allerdings, glaube ich, souveräner, wenn wir auch überlegen würden, ob wir ein solches Mandat durchaus auch auf Artikel 87a des Grundgesetzes abstützen könnten. Das ist eine mindestens ebenso verlässliche Rechtsgrundlage für einen solchen Bundeswehreinsatz. Und das ist in meiner Fraktion zur Sprache gekommen. Wenn wir die Situation im Norden des Irak sehen,
so stellen wir fest, dass tatsächlich die Peschmerga einen guten, einen wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des IS leisten. Und wir müssen von der Phase der konkreten Unterstützung der kurdischen Truppen mit Ausrüstung, mit Ausbildungsunterstützung, rund 12.000 sind es bisher gewesen, natürlich auch die Frage stellen, wie es mittel- und langfristig in dieser Region weitergeht. Und deswegen finde ich die Entscheidung der Bundesregierung gut, dass sie überlegt, ob zukünftig nicht auch in stärkerem Umfang die sonstigen irakischen Streitkräfte mit in diesen Prozess einbezogen werden kann. Denn es muss ja eines Tages der Zeitpunkt kommen, wo die Region so weit befriedet ist, dass der Irak selbst auch wieder die Sicherheit in diesem Lande gewährleisten kann. Und das geht natürlich nur, wenn die Struktur so erhalten bleibt und wenn auch die Einheit des Landes gewährleistet wird durch eine Regierung, die sich für eine inklusive Regierung, für eine angemessene Berücksichtigung ethnischer und religiöser Gruppen in dem Land, eben speziell auch der Kurden, in vollem Umfang einsetzt. Und das ist etwas, was wir immer mitsagen und mitsprechen, wenn wir mit der irakischen Regierung sprechen, dass sie eine inklusive Regierungsführung betreiben muss, weil sie sonst so scheitert, wie das ja vor wenigen Jahren der Grund für die gegenwärtig angespannte Entwicklung in der Region ist. In diesem Sinne wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion das Mandat, den Antrag auf Mandat mit der Obergrenze 150 wie bisher unterstützen und wünscht allen Soldatinnen und Soldaten, die in diesem Einsatz eingesetzt sind, dass sie wohlbehalten nach Hause kommen und dass sie das nötige Soldatenglück haben, dass ihnen nichts passiert und dass wir diesen Einsatz gut so fortführen können. Herzlichen Dank. Die Rede von Jürgen Hart war das für die CDU-CSU-Fraktion, deren außenpolitischer Sprecher. Er ist erst, hat hier für seine Fraktion die Unterstützung für die Verlängerung dieses Einsatzes im Irak zugesagt. Nächste Rednerin jetzt für Bündnis 90, die Grünen, deren sicherheitspolitische Sprecher Agnieszka Brugger. Lieber Herr Außenminister Steinmeier, Sie haben als Deutschlands Chefdiplomat den außenpolitischen Kurs der Bundesregierung in vermehrt schwierigen und stürmischen Zeiten geprägt. Sie haben das mit klarem Kompass, mit einer Balance aus Besonnenheit, aus Sorge, aus Entschlossenheit getan. Und dafür möchte ich Ihnen im Namen meiner ganzen Fraktion, ebenso wie für die sehr gute Zusammenarbeit und auch die faire politische Auseinandersetzung danken, auch wenn wir uns sicher nicht immer einer Meinung waren. Und im Namen der Grünen wünsche ich Ihnen auch, ohne irgendetwas vorwegnehmen zu wollen, auch weiterhin eben jenes Fingerspitzengefühl, eben jenen Mut und auch weiterhin die Gabe, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten die Mandate zu den Bundeswehreinsätzen ja auch immer in den Ausschüssen. Und vor zwei Tagen hat ein Kollege im Verteidigungsausschuss gesagt, wer diesem Mandat nicht zustimmt, der muss dann auch formulieren, was die Alternative ist. Und ich finde, der Kollege aus der Koalition hat mit dieser Aussage auch völlig recht. Und wenn ich mir noch mal unsere Reden bei den letzten Beratungen dieses Mandates anschaue, haben wir eigentlich immer eine klare Alternative formuliert, nämlich zwei sehr klare Bedingungen, unter denen dieses Mandat für uns zustimmungsfähig wäre. Es gibt nämlich zwei sehr große Probleme mit diesem Mandat, das wir eigentlich im Kern auch für richtig halten. Es ist natürlich auch den Peschmerga-Kräften gelungen, Gebiete wieder zu befreien, andere Gebiete zu beschützen vor der Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates. Eins der beiden gewichtigen Probleme ist die rechtliche Konstruktion. Und da wäre es, glaube ich, hanebüchend, jetzt auf den anderen Grundgesetzartikel zurückzugreifen, sondern es wäre besser, sich noch mal mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu beschäftigen, das sehr genau dargestellt hat, unter welchen Bedingungen eigentlich die Bundeswehr im Ausland eingesetzt werden kann. Und das Urteil von 1994 sagt, im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit, also im Rahmen von Europäischer Union, NATO, Vereinten Nationen oder beispielsweise OSZE. Das tun Sie hier explizit nicht. Hier ist die Bundeswehr eingesetzt bei der Ausbildungsunterstützung für die Peschmerga im Rahmen einer Koalition der Willigen. Und das ist kein System kollektiver Sicherheit. Und wir können Sie nur wie jedes Jahr auffordern, diesen Fehler endlich zu heilen. Und das zweite Problem, das wir mit diesem Mandat und mit der Politik, die die Bundesregierung an dieser Stelle macht, haben, ist folgendes. Wenn man natürlich ausbildet und wenn man sogar dann noch so viele Waffen und Ausstattung geliefert hat, dann hat man schon auch eine Verantwortung, sehr genau hinzuschauen,
was dann anschließend damit passiert. Denn es steht natürlich immer die Gefahr im Raum, dass solche Vermittlung von Fähigkeiten, die Lieferung von Gerät auch missbraucht werden kann. Und auch das ist etwas, das wir Sie jetzt wirklich, seit es dieses Mandat gibt, immer wieder gefragt haben. Wir haben die Bundesregierung gefragt, wie reagieren Sie denn eigentlich auf die Berichte der Menschenrechtsorganisation, dass Peschmerga-Kämpfer nach der Befreiung bestimmter Gebiete Dörfer und Häuser arabischstämmiger Menschen zerstört haben? Was tun Sie eigentlich dagegen, dass es schon wirklich absehbar ist, dass die Spannungen innerhalb der Peschmerga zwischen PUK und KDP immer größer werden? Wie gehen Sie mit der Regionalregierung um, die ja wirklich keine demokratische Legitimation mehr hat? Oder mit den Hinweisen darauf, dass Zivilgesellschaft und Journalisten unterdrückt und eingeschränkt werden? Und ich finde schon, wenn man eben ausbildet, wenn man Waffen liefert, dann hat man erst recht eine Verantwortung, hier ganz genau hinzuschauen und auch zu handeln. Denn am Ende des Tages ist natürlich auch die beste Ausbildungsunterstützung nichts wert, wenn ein konsequenter, ein umsichtiger Beitrag für das politische Umfeld fehlt, in dem diese Sicherheitskräfte dann agieren sollen. Und man muss doch schon feststellen, auf die Waffenlieferung, da haben Sie sich sehr schnell geeinigt, aber es wäre immer noch so viel mehr möglich bei einem ganzheitlichen, bei einem engagierten Beitrag für die friedliche Zukunft des Iraks. Und Deutschland hat hier auch eine ganz hervorgehobene Position. Wir sind Co-Vorsitzender der AG Stabilisierung, also sozusagen der Gruppe der Staaten, die sich mit der Frage beschäftigt, wie es eigentlich in den befreiten Gebieten weitergeht. Und auch hier fragen wir immer wieder nach, was tut die Bundesregierung denn konkret? Und ja, es sind ja auch gute Beiträge zu sagen, wir kümmern uns schnell, beispielsweise wenn Mosul befreit ist, was wir ja alle hoffen, dass die Stromversorgung wieder funktioniert, dass die Wasserversorgung wieder geht. Aber so wichtig diese Infrastrukturprojekte ist, sie ersetzen doch nicht den politischen Beitrag, wirklich auch hier alle Akteure in die Pflicht zu nehmen, dass sie endlich politische Macht teilen, dass die wirtschaftlichen Gewinne fair aufgeteilt werden und dass alle Gruppen sich wieder versöhnen können und friedlich zusammenleben können. Und da können wir Sie einfach nur auffordern, tun Sie hier mehr, das wäre mehr möglich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir sind hier nicht einfach dagegen. Ja, wir machen sehr konkrete Vorschläge. Und als Sie gerade gesprochen haben, Herr Außenminister Steinmeier, und noch mal gesagt haben, wie wichtig diese Debatten hier in diesem Parlament sind, haben Sie, glaube ich, viele von uns Abgeordneten mit dieser Aussage berührt. Aber ich finde, wenn diese Debatten in diesem Parlament wichtig sind, dann sollte man auch konstruktive Hinweise aus der Opposition, auch von Seiten der Bundesregierung, hören und aufnehmen. Vielen Dank. Soweit Agnieszka Burger, Bündnis 90, die Grünen und ihre Skepsis, was diese Ausbildungsunterstützung angeht. Als nächster Redner jetzt Wilfried Lorenz, CDU, CSU. Meine Damen und Herren, eins vorweg, Deutschland hilft mit der Bundeswehr bei der Ausbildung von Streitkräften im Irak, erstens, weil wir darum gebeten werden, zweitens, weil wir damit den Aufforderungen des UN-Sicherheitsrates folgen, die irakische Regierung im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Und drittens, weil nur in einer gemeinsamen Anstrengung mit den Kräften vor Ort der IS noch stärker zurückgedrängt und geschwächt werden kann. So funktioniert kollektive Sicherheit. Und so funktioniert der Schutz von Menschenrechten durch gegenseitige Hilfe. Meine Damen und Herren, der IS musste territoriale Verluste im Irak und in Syrien hinnehmen, und er wurde auch wesentlich geschwächt. Gemeinsam mit der internationalen Koalition gelang es kurdischen und irakischen Kräften, ihn in wenige Kerngebiete zurückzudrängen, und selbst Mosul ist zur Hälfte befreit. Und trotzdem ist der IS unverändert eine große Bedrohung für Frieden und Sicherheit weltweit. Und diese Bedrohung betrifft auch uns Deutsche ganz konkret. Und das zeigte zuletzt der furchtbare Anschlag am Weihnachtsmarkt hier in Berlin. Der Schulterschluss europäischer Staaten, in die der IS nun verstärkt Angst und Schrecken tragen will, ist noch enger geworden. Denn der Terror zielt auf Europa oder genau gesagt auf das Herz unseres Kontinents. Und ich glaube, deswegen kann man sagen, unsere Sicherheit wird auch im Irak verteidigt.
Noch vor 2,5 Jahren erreichten uns Meldungen über großflächige Landgewinne und schreckliche Gräueltaten dieser Terrorbande. Die Menschen vor Ort konnten nicht aus eigener Kraft sich gegen immer näher rückendes Morden schützen. Aramäer, Chaldäer, Christen, Jesiden und unterschiedliche Kurdengruppen flüchteten in das einzige noch sichere Gebiet, die Region Kurdistan-Irak. Und deswegen war und ist es richtig, zu deren Schutz und als Hilfe zur Selbsthilfe zunächst militärische Ausrüstungshilfe zu leisten und nun die multinationale Ausbildungsunterstützung für das Militär fortzusetzen. Waffen in ein Krisengebiet zu schicken, war in diesem Fall eine berechtigte Abkehr von der bisherigen Doktrin. Gegen massive Gewalt mit militärischen Mitteln helfen eben nur militärische Mittel. Niemand würde auf die Idee kommen, akute Cholera mit Kamillentee zu bekämpfen, meine Damen und Herren. Das deutsche Hilfsangebot wurde gut angenommen. Circa 12.000 Sicherheitskräfte haben wir mit internationalen Partnern im Irak und in Deutschland ausgebildet. Gleichzeitig bleiben die militärischen Unterstützungsmaßnahmen auch künftig eingebettet in einem breiten politischen Ansatz und in ein vernetztes Vorgehen. Uns geht es nicht nur darum, die kurdischen Peschmerga militärisch auszubilden, damit sie den IS noch weiter zurückdrängen und das Land von diesen Gruppen befreien können. Es geht auch um zivile Hilfe für Flüchtlinge und den Aufbau von Infrastruktur. Alles, militärisches Material und Ausbildung sowie zivile Hilfe, werden auch weiter eng mit Bagdad abgestimmt. Meine Damen und Herren, der IS führt Krieg gegen die Schwächsten, Frauen und Kinder, gegen Menschlichkeit, gegen Freiheit und Recht und gegen die Werte der westlichen Welt. Und wie er das auch mit dem Mittel der Propaganda im Internet versucht, erfasst keine herkömmliche Definition vom Krieg in Gänze. Das es braucht gerade herkömmliche militärische Mittel, um vorerst Schlimmeres zu verhüten. Die IS hat nicht nur im Irak eine Spur der Verwüstung hinterlassen, meine Damen und Herren, sondern auch in den Menschen selbst. Denken wir an tief traumatisierte Menschen aus Städten, die monatelang eingeschlossen waren und die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Umso wichtiger ist ein nachhaltiger Fähigkeitsaufbau, wie ihn die Bundeswehr für Kurden und Iraker leistet. Und daher wird die Ausbildung jetzt stets modulmäßig der Situation angepasst, was zum Anfang notwendig war in der Hilfekapazität der Ersten Hilfe bei den hohen Verlusten der Peschmerga, stehen nach gefechtsmäßiger Ausbildung heute das Entschärfen von Minen und Sprengstofffallen im Vordergrund. Und damit wird die Grundlage gelegt, dass Häuser, Wohnungen, Infrastruktur den Menschen wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Meine Damen und Herren, es ist für mich unbegreiflich, wie angesichts dieses Leids die Notwendigkeit dieses Anti-IS-Einsatzes im Irak bezweifelt werden kann, ohne auch nur eine einzige Alternative vorzuschlagen. Sollen wir die Menschen dem IS überlassen? Nein, Deutschland leistet mit diesem Einsatz einen zentralen Beitrag für die Menschen im Irak, für die Menschen in Europa und für die Menschen in Deutschland. Und daher werden wir diesem Antrag zustimmen. Wilfried Lorenz war das für die CDU-CSU-Fraktion, der noch einmal hervorgehoben hat, wie wichtig diese Ausbildungsunterstützung der Bundeswehr im Irak ist. Auch die nächste und letzte Rednerin in dieser Debatte gehört der CDU-CSU-Fraktion an. Es ist Julia Obermeier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Buchholz, ich frage mich schon, was Sie und Ihre Fraktion den tausenden Mädchen und Frauen wie die Jesidin Nadia Murad, die der IS verschleppt, verkauft und vergewaltigt hat, nachdem ihre Mutter und ihre 6 Brüder getötet wurden. Das Schicksal von Nadia Murad, sie hat uns hier im Bundestag in kleiner Gruppe davon berichtet, steht beispielhaft für das Leid von Tausenden und führt uns deutlich vor Augen, wir dürfen die Menschen, die dem Grauen des IS
ausgeliefert sind, nicht alleine lassen. Und das tun wir auch nicht. Deutschland hat, und diese Entscheidung haben wir uns im Deutschen Bundestag nicht leicht gemacht, vor 2,5 Jahren beschlossen, Waffen in ein Krisengebiet in den Nordirak zu liefern. Und wir haben beschlossen, dass wir diejenigen, die wir ausrüsten, auch ausbilden. 12.000 Mann haben wir bisher ausgebildet, hauptsächlich Peschmerga, aber auch Jesiden, Turkmenen und Kakai. Und diese Kräfte waren maßgeblich daran beteiligt, den Vormarsch des IS im Irak zu stoppen und Gebiete zurückzuerobern. Unser Beitrag ist zwar ein kleiner, aber ein wichtiger. Und wir haben uns bewusst gegen eine rein EU- oder NATO-geführte Mission entschieden, um einerseits den Eindruck eines Kampfs des Westens gegen den Islam zu verhindern und andererseits auch viele andere Partner mit ins Boot zu holen, wie Jordanien, wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Natürlich sehen wir auch die kritischen Punkte des Einsatzes. Aber bei den Waffenverlusten der Peschmerga handelt es sich um Einzelfälle. Es liegt hier kein Missbrauch unserer Unterstützung im großen Stil vor. Und die Peschmerga-Führung bemüht sich sehr um die Aufklärung dieser Einzelfälle. Und wir haben von Anfang an Vorsorge getroffen, indem wir eine Vorratshaltung verhindert haben und immer nur so viel Waffen und Munition abgegeben haben, wie auch gebraucht werden. Ja, ich gebe Ihnen recht, es gibt nie eine hundertprozentige Garantie, dass nicht Einzelne ihre Ausbildung oder ihre Ausrüstung zu einem späteren Zeitpunkt entgegen unserem Ansinnen einsetzen. Frau Kollegin Obermeier, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Buchholz? Nein, ich möchte gerne fortfahren. Aber garantiert ist, dass wir durch ein die Hände in den Schoß legen und nichts tun, die Frauen und Kinder schutzlos den Schlechtern des IS überlassen hätten. Und in dieser Abwägung zwischen möglichen Risiken zu einem späteren Zeitpunkt und der Möglichkeit, der Notwendigkeit, ja, ich finde, der Pflicht, Menschenleben zu retten, komme ich eben zu einem anderen Schluss als Sie von der Opposition. Dieser Einsatz ist richtig. Und auch hier verfolgen wir einen vernetzten Ansatz. Unsere Politik ist klar ausgerichtet. Wir unterstützen die Kurden im Kampf gegen den IS, aber wir leisten keinen Beitrag zu deren Abspaltungstendenzen. Und es wird auch eine der Aufgaben des neuen deutschen Außenministers sein, sich dafür einzusetzen, dass der Irak eins bleibt, also ein inklusiver Staat, und dass seine politische Führung von der Bevölkerung legitimiert ist. Denn eines zeichnet sich ab: je mehr es gelingt, den IS zurückzudrängen, umso deutlicher treten auch die innenpolitischen Schwächen der irakischen Zentralregierung wieder in den Vordergrund. Und hier liegt auch einer der Schwerpunkte unserer Entwicklungszusammenarbeit. Wir stärken die staatlichen Strukturen im Irak und wir unterstützen die Binnenflüchtlinge und über das Cash-for-Work-Programm auch diejenigen, die in die befreiten, aber zerstörten Gebiete zurückkehren und dort Wiederaufbau betreiben. Wir lassen die Menschen im Irak nicht allein, weder diplomatisch noch entwicklungspolitisch oder militärisch. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für die Mandatsverlängerung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Julia Obermeier war die letzte Rednerin in dieser Aussprache zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes bzw. der Ausbildungsunterstützung. Jetzt eine Kurzintervention. Christine Buchholz für die Linksfraktion. Lassen Sie mich zwei Fragen stellen. Wie stehen Sie zu dem historischen Fakt, dass es nicht die Peschmerga waren, sondern die PKK, die Jesiden im Sindschar-Gebirge befreit haben? Und Sie können diese Behauptung, wir würden unverantwortlich mit dem Leid der Jesiden umgehen, überhaupt nicht aufrechterhalten, weil Sie es sind, die weiter die Kriminalisierung der PKK betreiben und auch zulassen, dass das weiter von Erdogan gemacht wird. Das ist der erste Punkt.
Und ich finde es schon sehr merkwürdig, dass Sie sich zufrieden geben damit, dass offensichtlich es nur Einzelfälle sind, dass Waffen, die Sie geliefert haben, nicht mehr auffindbar sind, man nicht weiß, wo sie gelandet sind. Was sagen Sie denn dazu, dass die Peschmerga Teil der Repression im Nordirak sind? Wir haben gehört von den Fällen, wo Journalisten drangsaliert und ermordet wurden. Wir wissen aber auch, dass beispielsweise Demonstrationen von den Peschmerga mit Repression überzogen werden. Und wie passt das in eine ethische Außenpolitik zusammen, für die Sie hier immer scheinbar das Wort führen? Frau Kollegin Obermeier. Was für mich zählt, ist die Befreiung der Jesiden von dem IS. Und hierbei leistet unsere Unterstützung der Peschmerga und die Peschmerga einen wichtigen Beitrag. Und den wollen wir nicht einstellen, sondern fortsetzen. Vielen Dank. Das war die Kurzintervention und die Antwort. Zunächst Christine Buchholz von der Linksfraktion, dann die Antwort von Julia Obermeier von der CDU-CSU-Fraktion und soweit. Diese Debatte, die ja begonnen hat mit der letzten Rede von Frank-Walter Steinmeier als Bundesaußenminister, die er genutzt hat, um nicht nur für eine Verlängerung dieses Einsatzes zu werben, sondern als eine Art Abschiedsrede hier in seinem Amt als Außenminister vor dem Bundestag. Er hat für eine friedliche Außenpolitik geworben, er hat darum gebeten, dass es auch Nachwuchs gebe, dass auch junge Abgeordnete in die Außenpolitik streben. In einer Welt, so hat er gesagt, die durcheinander geraten sei, sei das nach wie vor sehr, sehr notwendig. Um was geht es jetzt hier in dieser namentlichen Abstimmung? Es geht um eine Verlängerung eines Bundeswehreinsatzes im Irak, der ganz wesentlich eine Ausbildungsunterstützung in der Region, in der Region Irakisch-Kurdistan ist. Hier ein Ansatz besonders der Linksfraktion für ihre Kritik, nämlich der unterschiedliche Umgang der Bundesregierung mit den kurdischen Organisationen. Die PKK gilt im Inland nach wie vor als eine Terrororganisation. Mitglieder der PKK werden hier inhaftiert. Gleichzeitig ist die PKK aber mit den Kurden im Irak verbündet und diese Kurden wiederum unterstützt die Bundesregierung mit Ausbildung und auch mit Material. Auch Material bekommt die irakische Zentralregierung in Bagdad. Darunter sind Gefechtshelme und Masken und Anzüge zum Schutz vor nuklearen, chemischen und biologischen Stoffen. Die Zentralregierung bekommt allerdings nicht direkt Waffen geliefert. Die Bundeswehr bildet also in der nordirakischen Stadt Erbil, in der nordirakischen Kurdenstadt, Streitkräfte aus. Und nach eigenen Angaben, nach Angaben der Bundeswehr, sind dort bis jetzt 12.000 Kämpfer trainiert worden. Die Linke hat kritisiert, dass auch die Peschmerga, also die kurdischen Kämpfer im Irak, für Grausamkeiten verantwortlich sind, dass sie also zum Teil wenigstens ein Teil des Problems und nicht der Lösung sind. Auch die Grünen sind von einer Verlängerung dieses Einsatzes nicht überzeugt, stehen allerdings nicht so klar dagegen wie die Linksfraktion. Die Beschlussempfehlung der Fraktion heißt Enthaltung. Insofern darf man, so wie die Debatte hier gegangen ist, davon ausgehen, dass also eine große Mehrheit nach wie vor zustimmt. Beide Fraktionen, die die große Koalition tragen. Aber etwa gut 60 Abgeordnete, 65 Abgeordnete der Linksfraktion dagegen stimmen werden und gut 60 Abgeordnete der Grünen sich enthalten. Ja, es ist ein besonderer Tag hier im Bundestag. Es gab zwei Reden, eine von Sigmar Gabriel, der heute Morgen den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt hat und diese Vorstellung für eine
für einen launigen Abschied genutzt hat, seinen Rücktritt. Seine Rede hat hier Heiterkeit hervorgerufen, die von Frank-Walter Steinmeier, der ja jetzt in seinem Amt als Außenminister entlassen wird, war durchaus ernster. Es gibt auch viele Steinmeier kandidiert in gut zwei Wochen, das wissen Sie, zum Bundespräsidenten, und nach Lage der Dinge wird er da auch sehr zügig gewählt werden. Es wäre eine große Überraschung, wenn das nicht im ersten Wahlgang passieren würde, denn er ist der Kandidat der Großen Koalition, die auch in der Bundesversammlung natürlich eine überwältigende Mehrheit hat. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt gegeben. Dann bitte ich wieder, die Plätze einzunehmen und vielleicht die Verabschiedung vom Außenminister außerhalb des Parlaments hier und des Plenarsaals vorzunehmen. Herr Außenminister, wir wollen die Abschiedszeremonie draußen vor den Türen hier stattfinden lassen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 8. Beratung der Beschlüsse. Ja, meine Damen und Herren, Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt ruft jetzt die nächste Debatte auf. Es geht um bundeseinheitliche Netzentgelte für Strom. Die Linke möchte bundeseinheitliche Netzentgelte für diesen Strom durchsetzen und hat einen entsprechenden Antrag hier gestellt. Erster Redner. Und das Wort hat der Kollege Florian Post. Ja, meine Damen und Herren, jetzt höre ich aus der Regie, dass wir zwischenzeitlich ein Interview zeigen, das mein Kollege Gerd-Joachim von Fallower draußen mit dem Außenpolitiker der CDU-CSU Norbert Röttgen führt. Bitte, Gerd.